Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Mega Games mit eurem verrückten Vogel MTV Nachrichten zu unserer allerersten Black Ops 2 Gameplay Analyse. Ganz genau. Ja, seit einigen Tagen fleucht ja im Internet ein bestimmtes Video, nämlich dieses hier rum, und zwar unser allererstes Gameplay-Video vom Game selbst, wo wir dann natürlich einen gewissen Einblick bekommen, wie das dann so im Singleplayer oder teilweise im Multiplayer so abgeht wird. Ja, hier sehen wir auch gerade erstmal eine Olle, und zwar handelt es sich um die Präsidentin natürlich im Game, um die Präsidentin der Vereinigten Staaten. Ihr spielt den Charakter David Mason, ein Ex-Söldner, der natürlich, ja, hier ist er nochmal, schick, der natürlich angeheuert wurde, um hier natürlich ein paar Leute jetzt aus dem Schlamassel zu retten. Gleich werden wir nochmal eine Szene sehen, die wir natürlich schon im Trailer gesehen haben, und zwar, bam, ganz genau, hier fliegt nämlich der Helikopter erstmal down, und dann müsste eigentlich auch gleich die Action anfangen. So, hier haben wir ihn nochmal, David Mason, ganz genau, unser Retter der Nation. Der wird uns jetzt hier natürlich im Singleplayer begleiten, denn ihr werdet ihn natürlich spielen. So, hier sehen wir jetzt was ganz Besonderes, und zwar ist das eine Neuauflage der Scar, ganz genau, mit neuen Funktionen. Um welche Funktion es sich handeln wird, weiß ich leider noch nicht. Wurde auch noch nicht preisgegeben im Internet, da lassen wir uns mal überraschen. Hier setzt sich gerade David Mason an ein MG. So Leute, jetzt haltet euch mal fest, schaut euch mal diese Features an. Bam! Mehrere Flugzeuge erstmal gleichzeitig runtergeholt. Und jetzt kommt was ganz Neues, Leute. Es wurde sicher darüber die Fresse zerrissen, ob es im Multiplayer auch diese Funktion geben wird, dass man halt Panzer und Flugzeuge benutzen kann. Ja. Es ist wirklich so. Wir haben diesmal die Möglichkeit, so ganz nach dem Motto BF3 Flugzeuge zu benutzen und auch Panzer zu benutzen. Hier ist jetzt solch ein Fluggerät, solch ein Jet, die ihr dann natürlich durch Freischalten eines Killstreak, ja, dieses Flugzeug benutzen könnt und dann so ein bisschen abspacken könnt. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe natürlich, dass dann für dieses Feature, für diesen Killstreak, dann auch die Maps relativ groß gemacht werden, weil sonst, denke ich mal, lohnt sich das alles nicht. So, auch neues Feature hier natürlich im Singleplay, und zwar habt ihr die Möglichkeit, entweder auf Russian zu gehen oder auf Snipern. Ja, der Kandidat entscheidet sich hier leider jetzt für Snipern. Ich hätte natürlich jetzt auch ganz gerne hier die Rush-Funktion gesehen, wie die Typen jetzt erstmal gerade hier ein bisschen abtauchen. So, auch hohes Verkehrsaufkommen natürlich jetzt hier. Und passt auf, das ist jetzt was ganz Neues. Wie ihr seht, handelt es sich hier um eine Sniper, um eine Semi-Automatik mit 3 Schuss im Magazin. Und wie ihr jetzt sehen könnt, habt ihr rechts neben diesem Scope, was irgendwie durch Wände schauen kann, eine Skala. Und die steigert sich von 1 bis 5, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Und zwar könnt ihr so, desto länger ihr natürlich aufs Ziel haltet, es steigert sich ja auch die Energie, und desto höheren Durchschlag habt ihr dann natürlich, um durch Wände zu schießen. Ja, wie ich auch lesen konnte, ist es auch möglich, diese Waffe natürlich auch im Multiplayer zu benutzen. Also kein Fail mehr, kein irgendwie, durch gut Glück durch Wände schießen. Nein, Leute, es ist diesmal hier wirklich möglich. Also kein Campen mehr und ja. Lassen wir uns mal überraschen, und also mich selbst, ja, reizt mich jetzt diese Funktion durchs Wendeschießen jetzt unbedingt nicht mehr, jetzt dieses Spiel zu kaufen, allein nur für den Multiplayer. Lassen wir uns mal überraschen, was sonst noch so gezeigt wird hier von den Machern von Call of Duty. Ja, reichlich Action hier natürlich beim Gameplay.
Ja, wie ihr gerade gesehen habt, hat der Kandidat natürlich eine Karte am Arm getragen. Und zwar wird die Karte im Multiplayer-Modus nicht mehr oben links eingezeigt oder angezeigt, sondern wirklich nur noch am Arm. Das heißt, ihr drückt, habt die Möglichkeit, über eine Tastenfunktion die Karte abzurufen. Und um so natürlich dann eure Gegner genau zu identifizieren, ist natürlich wieder ganz neu hier bei Call of Duty. Ja, da oben links haben wir dann auch noch mal den Quadrocopter, der auch schon reichlich uns gezeigt wurde im Trailer. Mieses Gerät, kann ich euch nur sagen. Ja, von der Grafik her hat wirklich haben die Macher von Call of Duty natürlich einen größeren Schritt nach vorne gemacht, würde ich sagen. Könnt ihr uns natürlich jetzt auch als Kommentar posten. Ja, das scheint hier eine Art Einkaufszentrum zu sein. Ich hoffe, dass es natürlich ein Teil der Maps sein wird, die uns im Multiplayer natürlich denn begleiten. Hier nochmal die besondere Scope-Funktion mit richtig krassem Durchschlag, sehe ich gerade. Wie ihr sehen könnt, hat er gerade durch seinen Arm, durch die Karte, bestimmte Objekte markiert, die dann natürlich mit Hilfe eines Jets eines Verbündeten angegriffen wurde. Ich will jetzt nicht hoffen, dass es auch eine Funktion im Multiplayer sein wird, weil denn, Leute, dann macht das ganze Multiplayer-Game überhaupt gar keinen Spaß mehr. Wenn man sich wirklich nicht mehr im Hintergrund irgendwo verschanzen kann und wirklich nur noch, ja, auf gut Glück über die Karte rennen muss, dann macht das ganze Ding meiner Meinung nach gar keinen Spaß mehr. She took a hit before. Don't know how bad. At least she's still in one piece. Ja, hier nochmal den Jet, den man natürlich im Multiplayer benutzen kann, wie jetzt hier auch. Ja, ich hoffe, dass er uns jetzt natürlich ein paar Szenen zeigt, wie das dann natürlich im Multiplayer aussehen wird. So, die Klappe geht zu. Ja, Leute, so sieht das dann aus, wenn ihr dann natürlich im Multiplayer über die Map fliegen solltet. Die verbündeten Objekte werden natürlich grün gekennzeichnet, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und da kommen auch schon die ersten Feinde. Ja, wie ich sehen kann, kann man hier natürlich die Geschwindigkeit regeln, mit der man natürlich jetzt hier über die Map fliegen kann. Ja, Leute, ich will wirklich nur hoffen, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass man jetzt hier Panzer und Fluggeräte benutzen kann. Also Fluggeräte meine ich natürlich jetzt hier irgendwelche Jets, dass die Maps dann natürlich auch dementsprechend groß gemacht werden und natürlich dann auch großflächig gehalten werden. Ich würde sagen, wir schauen uns noch die letzten Sekunden an. Und ansonsten, ja, schreibt uns eure Kommentare jetzt hier zu diesem Video, was ihr denn von dem ganzen Zeug so haltet. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und auf eure Bewertungen. Bis zum nächsten Mal. Das war's hier von Mega Games von euer MTV Nachrichten.